So, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2. Wir sind immer noch mit unserem... ja, Raumbagger Richtung Genf unterwegs. Noch 520 Kilometer haben wir vor. Wir haben schon eben gemerkt, haben uns ein paar LKWs überholt. Beziehungsweise in der letzten Folge. Hier ist wieder Mitteldeutschland ein bisschen mehr unterwegs. Ein bisschen mehr los. Das heißt, ein bisschen abwechslungsreicher auch wieder gleich. Das ist natürlich auch gleich wieder so ein bisschen Anreiz, so dass ein bisschen was passiert. Ja. Und mal gucken, ob wir es in dieser Folge schaffen, anzukommen. Ich hoffe mal schon. Ich weiß, viele fahren nur kürzere Folgen, weil sich das sonst über so viele Folgen zieht und einfach nur das normale Fahren. Gucken manche ja nicht so gerne. Ich weiß nicht. Ist wahrscheinlich fürs Zuschauen auch, wenn es kein Livestream ist, auch schwierig. Gebe ich zu. Ich weiß nicht, ob ich da auch hier so Folgen gucken würde, so die ganze Zeit. Ja, aber das Multiplayer ist, man weiß ja nie, was man da sieht. Und deswegen ist es ja schon wieder so ein bisschen interessant. So, Mikro ein bisschen runter. Ich hoffe, das geht noch im Ton. So, München, Zürich, Stuttgart. Das schaut schon mal ganz vernünftig aus. Oh, ich mach mal ein Blinkelicht aus. Oh, ich muss sie ab. Ich mach sie an. Richtung Stuttgart über Mannheim. Ich wollte gerade sagen, kann ich mal hupen. Aber ich meine, ich weiß nicht, wie einfach das ist, wenn man eine Tastatur hat. Was macht er denn da? Ich glaube, der hat mich vorbeigelassen, weil er hier nicht hochkommt. Der hätte ja auch so ein 44-Tonnen-Geschoss aufgeladen. Das ist natürlich auch Hammer. Ne, wenn er jetzt so ein 400 PS LKW hat oder was. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Oh, was da draußen bei mir abgeht, ey. Da fahren sie alle mit den Sportwagen jetzt hier Montagnacht rum. Hört ihr bestimmt nicht. Aber ich höre die ganze Zeit so ein Motorgedröhnen da draußen. Straßburg. Guck, ob er uns hier folgt. Nee. Der folgt uns nicht. Der fährt vorbei. Der quält sich hier nicht die Berge hoch. Boah, 50, ey. Oh, sieh zu hier. Komm. Gib alles. Ja, läuft. Hier fahren wir natürlich trotz 60er Vorgabe natürlich Vollgas. Wir wollen ja auch mal ankommen.
Der schläft. Ah! Da hat er doch gehupt. Aber ich dachte, ich hupe nochmal. Oh, ein wenig eine schärfere Kurve. Ein wenig schneiden. Kommt kein Gegenverkehr. So, da vorne kommt Gegenverkehr. Ich hoffe, der macht keinen Blödsinn. Nee, hupen kann er auch nicht. Oh, ein blauer Truck. Lichthuber da zumindest gegeben, also alles gut. Rot. Bin ich der Einzige eigentlich auf Multiplayer-Servern, der sich an Ampelschaltung hält? Natürlich, man unterscheidet ja auch immer und unter, ist es jetzt ein Geschwindigkeitsverstoß oder, also ein bisschen zu schnell fahren, oder ist es über eine rote Ampel fahren? Ich meine, zu schnell fahren wird natürlich weniger bestraft als eine rote Ampel. Insofern sage ich immer, zu schnell fahren ein bisschen, ja, ne? Aber rote Ampel, nein. Meine Sichtweise. Muss natürlich jeder für sich selber wissen. Und ob ich jetzt vom realen Leben oder vom Spiel rede, müsst ihr selber wissen. So muss ich abfahren? Nein. Ach, da wären Fragezeichen gewesen. Naja. Ich würde es auch langsam ankommen. In dieser Folge müssen wir das schaffen. 340 Kilometer haben wir noch.
So, 300 Kilometer noch. Oh, ich hoffe, das schaffen wir in der Folge. Ansonsten müssen wir wieder zwei draus werden. Einfach Vollgas. Echt, schlafen muss man echt nicht. Es ist völlig Banane hier in dem Spiel, jetzt irgendwie Multiplayer. Finde ich so ein wenig schade. Hätte man echt einbinden können. Denn du hast hier die Schlafplätze und die Parkplätze zum Schlafen. Nur es wird dir nie angezeigt, dass du schlafen musst. Und das finde ich echt blöd. Ich meine, das gehört jetzt zum Spiel dazu. So, 230 Kilometer noch. Überall sind hier Parkplätze. Aber man muss nicht parken. Wozu? Ach. Mehr keine Zeit insofern. Ah, Genf ist schon ausgeschildert. Perfekt. Ja, in einer Woche bin ich in der ähnlichen Gegend. Da bin ich dann ja auch in Österreich. Aber ich war schon einige Male in Österreich. Letztens habe ich mal gehört, wenn ich jetzt über Österreich, ne, oder Reisen reden. Letztens hat mir meine Freundin erzählt, dass sie eine Arbeitskollegin hat, die war noch nie am Meer. Noch nie. Ich meine, könnt ihr euch das vorstellen? Und die Frau, von der sie redet, die ist über 40. Ich meine, ist das möglich, dass noch nie einer am Meer war? Nicht, dass einer noch nie am Meer war. Das ist für mich unbegreiflich. Ich meine, ich war schon 100 Mal am Meer. Ohne Scheiß, also. Ne. Und die, nee, war noch nie, nö.
Und die wohnen nur 80 Kilometer von der Ostsee entfernt. Nur mal so viel dazu. Oh, wir werden überholt. Oder will der Konvoi fahren? Er hat Angst, dass wir rüberziehen. Nein, ich kann schon fahren, Brauner. Fahr vorbei, wenn du es schaffst. Oh, ich glaube laut Profil war das eine Dame. Hm. Ja, am Benzel. Hm. Nee, natürlich nicht. Ich kann mir mal nicht vorstellen, dass das so ein Spiel Frauen spielen. Ich weiß nicht, nichts gegen Frauen. Aber ich finde eigentlich, das ist so ein typisches Männerspiel. So LKW fahren, so. Hm. Ich meine, es gibt ja auch in echt Frauen, die fahren LKW. Aber, weiß nicht. Ich kann es mir mal schwer vorstellen. Genau wie Landwirtschaftssimulator. Was ich auch gerne spiele, City Skylines. Diese Simulationsspiele, das sind, glaube ich, typische Männerspiele. Oha. Meister Freddy stand da. Habe ich erst relativ spät mitbekommen. Vorhin habe ich mal bei Steam so bei Steam. Habe ich Team gesagt oder Steam? Na egal. Bei Steam so geguckt, was so gespielt wird von meinen Spielen, die ich habe. Da habe ich gesehen, hier Landwirtschaftssimulator, so 6.000 bis 8.000 Leute hatten gespielt. ETS 2, 20.000 Leute. ATS wieder 4.000, 5.000. Und CSGO über 300.000 irgendwie. Ich meine, das ist schon hart, ne? Ich meine, CSGO und ETS 2, das sind alte Spiele, aber haben trotzdem so eine Anhängerschaft, die das immer noch spielen. Das ist Wahnsinn. Ich tippe mal, bei ETS 2 oder CSGO liegt es auch daran, dass die Grafikanforderungen nicht hoch sind. Und viele Leute auf ihren Mittelklasse-Laptops können die Spiele spielen. Ne? Weil es gibt ja diese heutigen Spiele hier wie Battlefield 1 oder Horizon Zero. Nee, das ist ein PS4-Spiel. Aber ansonsten, die grafisch aufwendigeren Spiele, dass die einfach zu leistungshungrig sind. Dass viele das nicht vernünftig spielen können und deswegen bei diesen alten Spielen bleiben. In Anführungszeichen alt, ne? Oh, hier sehen wir eine schöne Brücke. Müssen wir eigentlich schön auf Außenansicht gehen. Das ist nice. Vor allem bei ETS 2. Ja, oder LS 17. Wenn man guckt, dass viele Leute das mit einem Laptop spielen. Mit irgendeinem No-Name-Laptop. Mit so einem Aldi-Laptop können sie so ein Spiel spielen. War damals unmöglich. Bei vielen Spielen. Da musste ich immer aufrüsten. Alle zwei Jahre neue Grafikkarte. Ansonsten konnte ich die Spiele nicht mehr vernünftig spielen. So, 40 Kilometer haben wir noch Uhr. Jetzt sinkt die Zeit rapide. Oh, ein Zug. Ist das ein TGV? Sind wir schon in Frankreich? Ich weiß nicht. Eigentlich liegt...
Genève. Eigentlich müsste Genf in Frankreich liegen. Nee, Genf eigentlich Schweiz. Dijon ist in Frankreich, okay. Verblinkt und drückt die Hupe. Ich habe ja auch auf YouTube ein bisschen rumgeguckt, wer so alles ETS 2 Folgen macht. Da gibt es ja nur so eine Handvoll, die wirklich im deutschsprachigen Raum effektiv ETS 2 Folgen macht. Aber die haben teilweise so viele Folgen. Der eine hat über 800 Folgen schon aufgenommen. Also es ist echt Wahnsinn. So, ist hier ein Stau oder was ist hier los? Sind hier kaputt. Zum Glück müssen wir da nicht hin. Oh. Wir halten natürlich viel zu weit von Ampel weg an. Schon. Da hätte ich den ganzen Tag Zeit. Ich jetzt der Einzige, der hier hinten sein Trailer abliefert. Bei Postbett. Natürlich, like a pro. Na, was blinkst du noch? Mal parken wir mal eine Außenperspektive. Ah, ich hab nichts gesehen. Den Zaun wollen wir nicht fahren. Noch ein Bild. So. Dann liefern wir ab.
Und dann bedanke ich mich ganz recht herzlich fürs Zugucken. Oh, annehmbar. Was ist denn los, Brauner? Oh, Abzug für Schäden, 8,8%. Ja, Level 20 Meister. Ja, perfekt. So, wie gesagt, ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, ne? Ihr wisst es ja. Daumen da lassen, ne? Schreibt gerne was in die Kommentare und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao, ciao.